Wie kann man schweißen? Kosten und Nutzen gleich nach dem Intro. So, ich will hier keine großen Rechnungen aufstellen oder irgendwelche Kostenrechnungen präsentieren, sondern es geht ganz einfach darum, was brauche ich als Privatanwender für ein Schweißgerät? Muss ich viel Geld ausgeben oder reicht es einfach auch im unter dreistelligen Bereich, also im zweistelligen Bereich, mir ein Schweißgerät zuzulegen, nur weil ich vielleicht mal zwei Bleche zusammen heften, schweißen, zusammenfügen möchte? Ich spiele euch jetzt ganz kurz einmal eine Szene ein, wo ich einen Test gemacht habe mit einem Trafo-Gerät, was, als ich es gekauft habe, sehr günstig war. Hier einmal der klassische Trafo, der ist jetzt schon ein paar Jährchen alt und das ist ein HSE 150T. Die 150, die stehen nicht etwa für 150 Ampere. Das ist irrtümlich wohl angenommen. Der macht maximal 100 Ampere, also zwischen 40 und 100 Ampere. Hier oben kann man das einstellen mit diesem Rädchen. Da kurbelt man sich echt tot, wenn man hier auf einen neuen Wert kommen möchte. Macht nicht so sehr viel Spaß. Was zu Hause eigentlich nur gebraucht wird für den einfachen Handwerker und nicht für den Profischweißer. Ich möchte das jetzt einfach hier wieder dran schweißen und das probieren wir jetzt einmal mit einer 1,6 mm Elektrode. Ist vielleicht ein bisschen dünn gewählt, aber wir wollen ja hier keine Stahlträger oder Schiffe zusammenschweißen. Deshalb, ich glaube, man muss sich nicht 1000 Sorten Elektroden hinlegen und dies und jenes, nur weil man vielleicht mal ein Stückchen Blech zusammenschweißen möchte. So, also, das will ich jetzt mal zusammenschweißen und das mache ich jetzt mit dem Trafo-Gerät, also das uralte Trafo-Gerät, mit dem werde ich jetzt erstmal hier einmal schweißen und dann gucken wir uns das im Nachgang einmal an. 50 Ampere Stromstärke eingestellt und schweiße das jetzt mit einer 1,6 mm Elektrode und dann wollen wir mal gucken, wie das aussieht. Für den Laien durchaus akzeptabel, kann man machen, aber wir wollen ja hier vergleichen und nicht auf Schönheit gucken, was jetzt besser schweißt. Und das andere ist ein Inverter-Schweißgerät mit maximal 135 Ampere. Hier kann ich aber auch Elektrode, Gas schweißen oder auch Flux, also Fülldraht schweißen. Das ist mit diesem Gerät möglich und die Unterschiede, die möchte ich euch jetzt einmal ganz kurz vorstellen, was für den Laien vielleicht nicht ganz unerheblich ist. Die Naht sieht deutlich, deutlich besser aus. Also das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die Stromstärke ist jetzt für diese dieses Schweißen, gerade was ich jetzt gerade gemacht habe, zu viel gewesen. Aber ich wollte, wie gesagt, die gleichen Umstände haben, um zu zeigen. Jetzt kann ich jetzt noch mal zeigen, was mit dem Trafo-Gerät. Das war hier diese Naht. Und jetzt drehe ich das einmal um. Und hier haben wir das einmal mit dem Inverter. Ist deutlich zu viel Strom gewesen, aber es schweißt einfach sauberer. Und als drittes Fülldraht schweißen. Das ist die Naht vom Fülldraht. Es sind immer sehr viele Spritzer drauf.
Sieht aber ganz gut aus, denke ich, für den Hausgebrauch immer gut. So, ich konnte euch einmal zeigen jetzt, was der Inverter kann und was das Trafo-Gerät kann. Schweißen tun sie beide, der Inverter natürlich besser, hat mehr Möglichkeiten. Einmal das Fülldraht schweißen, man kann Gas schweißen damit, also mit Argon oder MAG schweißen, CO2 schweißen oder man kann eben auch elektronisch schweißen, das macht das Gerät einfach vielfältig. Oder man sagt sich, okay, ich schweiße zweimal im Jahr und mir reicht einfach die einfache Geschichte, dann kann man sich auch mit dem Trafo-Gerät begnügen. Wie gesagt, ein Trafo-Gerät schweißt schwieriger und die Nähte sehen auch nicht so gut aus. Wer darauf keinen Wert legt und wer sagt, zweimal im Jahr muss ich vielleicht mal irgendwas zusammenschweißen oder einmal im Jahr oder fünfmal im Jahr, mir reicht einfach dieses einfache Gerät, würde ich immer den Trafo dann empfehlen, weil es von den Kosten her, ich weiß nicht, wie es heute ist, die Kostenentwicklung in der Wirtschaft ist ja schon enorm gestiegen und es kann natürlich sein, dass so ein Gerät dann auch schon teurer geworden ist, als dass es mal war. Nichtsdestotrotz, der Inverter wird dann ja auch nicht günstiger, der wird dann ja auch teurer. Das muss man immer abwägen, so ein Inverter, da muss man schon dreistellig anlegen, so im mittleren Bereich vielleicht 200-300 €, wer das kann und möchte, würde ich dann immer einen Inverter empfehlen. Wer sagt, ich kann das nicht und ich will das auch nicht, ich will vielleicht unter 100 oder vielleicht gerade 100, ich weiß nicht, wo sie jetzt liegen, dann lieber ein Trafo-Gerät, ich schweiß mal ein Blech zusammen und dann ist gut. Da würde ich auch empfehlen, wer sagt, okay, Millimeterbleche, würde ich vielleicht von abraten, kriegt man nicht gut hin, beziehungsweise gar nicht hin, Dünnblech schweißen mit der Elektrode und so ein Trafo-Gerät, das ist nicht gut, kriegt man nicht hin, da braucht man schon andere Technik für, Inverter mit Schutzgas schweißen ist vielleicht viel, viel besser. Ich kann noch einen Kanal empfehlen, den Igor, jeder kennt ihn vielleicht, oder der ein oder andere kennt den. Da ist natürlich die Grundvoraussetzung fürs Schweißen, da sind die Bleche immer ordentlich, das Equipment ist super, das ist Profi-Werkzeug, was er auch da hat. Nichtsdestotrotz zeigt er wirklich gut auch, wie man schweißen kann. Ob das den Privatanwender dann nachher weiterbringt, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber wie gesagt, nochmal aus meiner Sicht, wer nicht viel Geld ausgeben will, Trafo-Gerät ist gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich ciao, euer Mike.